langsam, Paul! Fahr langsam, du machst den Motor durch kaputt! Ah, der fährt wie ein Vollidiot! Durch. Gewinnen? Nein, nein, für den Rest des Films brauchen wir noch lebend. Langsamer! Einfach seinen Bruder John Travolta. Der ist sowieso gerade aus dem Geschäft. Aber in dem Film wird nicht getanzt. Was bringst du denn dazu? Den Siegerpokal. Großartig. Der Junge hat ihn verdient. Hast du auf eine Zitrone gebissen? Wir haben doch gewonnen. Dir wird das Lachen auch noch vergehen. Wronski hat sich vor Ärger fast bepisst. Ist doch nicht unser Bier, dass er nicht auf mich gesetzt hat. Ich habe nicht gesagt, dass ich verlieren werde. Du hast aber auch nicht gesagt, dass du gewinnst. Ich bin ja schließlich kein Hellseher. Er hätte ja mal im Kaffeesatz nachsehen können. Bist du heute witzig? Hoffentlich nimmt uns der Fettsack das nicht übel. Ach, Nick, Junge, wie lange haben wir beide geschuftet, um eine eigene Kiste zu haben, was? Ich meine eine, die nur uns beiden gehört, mit der wir tun und lassen können, was wir wollen. Uns kann keiner reinquatschen, kein Manager, kein Sponsor. Okay, Paul. Das gebe ich ja alles zu. Aber das nächste Mal keine Frau vor dem Rennen. Sonst versuche ich dir den Hintern. Ja, Fatih. Hey, pass auf! Los, gib Gas! Hast du jemandem beim Frühstück nicht guten Morgen gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Oder warst du am Sonntag nicht in der Kirche? Mensch, halt's Maul und fahr! Sag mal, haben wir schon wieder Mittag? Nein, warum? Weil da hinten was kocht. Ach du Scheiße, wo willst du hin? Den Ofen ausströmen, was hast du gedacht? Kriegst du das aus? Ich muss näher ran. Hey, mach hier nicht einen auf Stuntman, dafür wirst du nicht bezahlt. Oder willst du ein Loch im Kopf?
Wird dir nicht langsam kalt? Aha, halt deine Klappe und fahr! Hoffentlich regnet's nicht. Drück drauf! Gerade telefoniert. Gambino ist nicht eben entzückt. Er will ihn den Arsch aufreißen. Sagt er wenigstens. Also, das verstehe ich nicht. Ich kann doch nichts dafür, dass diese zwei Drecksäcke das Rennen gewonnen haben. Die Typen wollten sich nicht schmieren lassen. Was soll ich denn da machen, Oink? Gambino fühlt sich in der letzten Zeit wie der liebe Gott. Ich habe ja schließlich auch 100.000 Dollar verloren. Aber eher 500.000. Und das ärgert ihn. Er will sie zurückhaben. Und zwar schnell. Ich habe gehört, beim Highway Crash wollen die beiden starten. Weißt du, das ist deine Aufgabe, das zu verhindern. Und falls du das nicht schaffst und die beiden starten beim Rennen, wirst du auswandern müssen. Oing. Machen Sie keine Sorgen, Mr. Wronski. Ich werde das schon machen. Supermaschine. Hast du schon mal so einen Aufbau gesehen? Das da? Diese Regenbogenschüssel? Ja. Du spinnst. Ich meine die heiße Zapfsäule da hinten, ne? Ach so. Oh, entschuldige. Das ist natürlich was anderes. Mit der würde ich auch gerne mal eine Spritztour machen, ob die einen ranlässt. Hast du dir denn heute die Zähne geputzt? Hey, Miss! Hast du gesehen? Sie hat mich angelacht. Wie habe ich das gemacht? Hey, du Schmierwurst, steig aus. Hä? Los, aussteigen. Habt ihr was an den Ohren? Wir haben geschlossen, Miss. Hey. Seid ihr auch sicher, dass ihr uns meint? Ist ja schon gut, ich fahre. Wo wollen wir denn hin? Hier, steh auf, mach schon. Bisschen schneller. Das ist bestimmt ein Irrtum, Freundin. Gut. Als Maul. Bringt ihn hier rüber. Na los, bewegt euch. Da rein ins Büro. Rocky, wart den Wagen vom Hänger. Ist ja schon gut. Wisst ihr, ihr beiden habt mir in letzter Zeit großen Ärger gemacht. Du und dein Schmiermaxe können nicht richtig im Kopf sein, Oink. Ich bin der Spielernatur. Und ich verliere nicht gern wegen zwei Stinkern wie euch. Sie hätten ja nur auf uns zu setzen brauchen. Stimmt. Ich will euch mal was sagen, Oink. Ihr habt mich 600.000 Dollar gekostet. Ne? Und jetzt frage ich euch, wie wollt ihr mir die zurückzahlen? Na, Oink, ganz einfach. Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen 100 sofort geben und 50 pro Woche für den Rest unseres Lebens, Oink? Oh, Gott! Ihr wollt mich wohl verarschen, Oink. Aber doch nicht mit dem alten Wronski, Freunde. Vergessen wir mal euren Ausrutscher, Oink. Was haltet ihr davon, wenn ihr in Zukunft für mich fahrt, Jungs? Hm? Nein. Ich glaube, ich komme jetzt in das Alter, wo man keine Rennen mehr fahren sollte. Aber meine Großmutter sucht noch nach einem guten Sponsor. Du hast eine ziemlich große Schnauze, mein Freund. Sowas kann ins Auge gehen. Wir müssen auch viel lernen, Oink. Sonst atmet ihr nicht mehr lange. Ja, es gibt da einige Mittel. Zum Beispiel einen ausgezeichneten Schützen mit einem Zielfernrohr. Oink, der wird beim Imperial Crash-Rennen auch da sein. Und auch El Karst, unser Freund hier, wird dieses Rennen für mich fahren. Und dummerweise habe ich ihm versprochen, dass er gewinnen wird. Also, was ich jetzt gern wissen möchte, ist, startet ihr bei dem Rennen? Unsere Termine macht das New Yorker Arbeitsamt für uns. Fragen Sie die doch. Halt's Maul, Spielmann! Schon wieder! Das Problem ist nämlich, Wetten aus der ganzen Welt laufen da ein. Und da wollen wir keine Überraschung, ne? John? Also gut, wir werden nicht starten. Ihr werdet nicht starten? Nein, wir werden nicht starten. Dann ist ja alles klar. Ich nehme an, ihr habt nichts dagegen, dass wir euer Auto verschrotten. Nur zur Sicherheit. Na, bist du okay? Denke schon. Ich werde mich jetzt im Knabenchor anmelden.
Aber ein bisschen mehr Busen hättest, würde ich dich heiraten. Diesen vollgeschissenen Stumpf Oinkwonski zahle ich das heim. Ja, ja, ja. Aua! Ein Weißwein, bitte. Aqua Destillata, aber pur. Sofort, ja. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Du bist es wirklich. Lass dich ansehen. Ja, er ist es. Ich kann es noch gar nicht glauben. Mascha flippt aus, wenn sie das hört. Ich meine, du bist es doch wirklich, oder? Du bist doch der größte Highway-Bumser, ich meine Rennfahrer. Als ich das letzte Mal in den Spiegel guckte, war ich's noch. Entschuldige, dass ich störe, aber ist das seine neue Freundin? Oh, ich bin nicht seine Freundin, ich meine doch. Ich bin sein größter Fan. Ich habe immer davon geträumt, ihn mal kennenzulernen, seit er das Laguna-Rennen gewonnen hat. Wirklich? Ja. Du hast ihn beim Laguna-Rennen gesehen? Na klar. Ich lebe an den Rennboxen, seitdem ich mich nicht mehr für die Turnerei im Bett interessiere. Und jetzt fahre ich sogar in demselben Zug wie Paul Nettel. Ah, ja. Es ist eine große Sache für mich, einen echten Rennfan wie dich kennenzulernen. Darf ich dir einen ausgeben, ja? Weißt du, Ich habe noch ein kühles Schlückchen in meinem Schlafwagenabteil. Wollen wir da nicht was trinken? Das ist wirklich sehr nett von dir, aber ich habe meine Bettwurst nicht dabei. Aber das macht doch nichts. Zur Not kannst du dich auf meinen Bauch legen. Und außerdem steht's in meinem Bioskop geschrieben. Bioskop? Ja, Mascha meint zwar, ich hätte eine Ecke ab. Aber ich lebe nur nach meinen bioskopischen Vorausberechnungen. Hier, das ist alles rein wissenschaftlich. Ja, so sieht das auch aus. Geld, Gesundheit, Sex. Mhm. Hier siehst du die Kurve für Fahren, zeigt ganz schön nach oben. Mascha meint, die ganze Sache wäre blödsinnig und ich würde nur mein Geld rausschmeißen. Fahren, das bist du. Du bist der beste Carcrash-Bumser auf der Welt. Ja, ich glaube, dein Bioskop hat recht. Hey, guck dir mal die Sexkurve an. Die betrifft wirklich alles. Ja? Also, worauf warten wir dann noch? Kann ich auch einen Wein haben? Am besten eine ganze Flasche. Halt! Halt! Was ist denn los? Mach auf, bitte! Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Kann man nicht mal in Ruhe eine Nummer schieben? Was ist denn mit dir passiert? Ich hab mich nur ein bisschen frisch gemacht. So siehst du auch aus. Hey, geht's dir nicht gut? Ich glaube, Nick hält immer nur seine Kartoffel hin, um mich zu ärgern. So was darfst du nicht sagen, Paul. Vielleicht ist er ernsthaft verletzt. Müssen noch im Zug sein. Ich habe sie nicht aussteigen sehen. Du vielleicht? Nein, müssen noch drin sein. Na, ich sehe mal hinten nach. Er hat doch nur nach einem Vorwand gesucht, um in dein Bett zu kommen. Glaubst du das wirklich? Sag ihr auf Wiedersehen. Warum denn? Ich bin doch noch gar nicht richtig dran gewesen. Wenn du lieber von Wronskis Leuten aus dem fahrenden Zug geworfen werden willst, kannst du dich ja wieder hinlegen. Wir haben ein bisschen Ärger mit seiner Schwiegermutter. Mach's gut. Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Na, komm schon! Bist du wieder okay? Ja. In welchem Kaff sind wir denn hier gelandet? Buena Vaca. Das ist die Stadt der Millionäre. Millionäre? Mhm. Ich will dir mal was sagen. Für mich sieht es so aus, als würden die einem hier die Schnürsenkel und Sockenhalter klauen.
Wo willst du denn hin? Ich suche ein Auto. Ein Auto? Ja, ein Auto. Maulesel wäre besser. Wie du meinst. Paquito! Paquito! Paquito, ich bin's, Nick! Madonna! Ich habe 2 Jahre daran gebaut, nur um damit das Imperial Crash zu gewinnen. Aber dann hatte ich den Unfall und seitdem kann ich nicht mehr fahren. Hat mich eine Menge Geld gekostet. Sieht aus wie eine Raumfähre. Space Shuttle. Franzi, das Schwein, wollte ihn haben. Aber ich wollte ihn nicht verkaufen und da hat er seine Gorillas auf mich gehetzt. Erst nach 6 Monaten bin ich aus dem Krankenhaus gekommen. Und dann bin ich noch ein Jahr auf Krücken rumgekrochen. Nehmt ihn und gewinnt das Rennen. Mit der Kiste könnt ihr gewinnen. Hey, du alter Nervier! Mach die Schleuder aus! Warum denn? Willst du uns die Tour vermasseln? Vielleicht sind Fronskis Leute hinter uns her. Ja. Weißt du, was du für mich bist? Ein James Bond für Krankenkassenpatienten. Du bist einfach unfähig. Du kannst höchstens ein Loch in Schnee pissen. Man sollte dir eigentlich den Arsch aufreißen. Ich habe gehört, sie sind bei Paquito aufgetaucht. Vielleicht haben sie sogar einen neuen Turbo. Hör zu, du Niete. Falls die beiden Komiker nochmal auftauchen, machst du dein nächstes Rennen auf dem Friedhof? Und denk nicht, dass ich diesmal Scheiß rede. Die Kiste ist schon bestellt. Es liegt nur an dir, wer drin liegt. Kapiert? Oin! Hey, wo fährst du hin? Hey! Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause. Mein Biorhythmus ist nicht mehr ganz in Ordnung. Hast du ein Ding mit der Birne? Siehst du den Wender drüben? Bei welchem? Na, den mit dem einen Fahrgestell von der Tankstelle damals. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße und du läufst irgendwelchen Tussis hinterher. Spinnst du? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Erinnern Sie sich an mich? Sollte ich das? An der Tankstelle, kurz vor San Diego. Sorry, haben Sie mir da die Scheiben geputzt? Nein, aber ich habe dir doch ganz tief in die Auslage geguckt. Eigentlich wollten wir dich ja einladen, aber da kam jemand vom Ordnungsamt wegen dem Sehtest 82. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine andere Bluse angezogen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber ihr seid ja auch ohne mich klargekommen. Ist euch doch nichts passiert, oder? Nein, der Film muss ja weitergehen. Ich bin ein Experte auf dem Gebiet. Das ist ja ganz was Neues. Ich denke, du sammelst nur Dammhöschen. Aua! Mensch. Du, hör mal. Ich würde gern mal ein paar Stücke sehen aus deiner Sammlung. Aber nur die aus dem Schlafzimmer. Es tut mir leid, aber ich bin mit meiner Arbeit fertig. War mein letzter Tag hier. Morgen reise ich ab. Und wie wär's mit heute Nacht? Nein. Stopp. Heute Nacht haben wir viel zu tun. Denk an unsere Verabredung mit Paquito. Hey, wart mal. Gib dir keine Mühe, Junge. Ich muss morgen früh ran. Das ist ein langer Weg bis Mexico City. Warte doch mal. Weißt du, mein Biorhythmus ist total durcheinander. Ich muss unbedingt was dagegen tun.
meinst du? Aber das ist nun mal dein Problem. Du hast doch zwei gesunde Hände, Junge, oder nicht? Ja, aber die haben aber schon... die haben schon Blasen, wie dem auch sei. Du wirst bestimmt eine finden, die das in Ordnung sind. Tja, das sagst du. Da bin ich ganz sicher, wenn man so eine enge Hose anhat wie du, dürfte das doch nicht schwer sein. Hier, $2 für dich, drei für dich und einen für dich, hm? Klar? Also, wenn du schon keinen an deine Sehenswürdigkeiten ranlässt, dann möchte ich wenigstens deinen Namen erfahren, ne? Janice, vielleicht zeige ich sie dir noch mal. Warum lachst du so blöd, du Arschloch? Die hat dich verarscht. Die mag nämlich gar keine Jungs. Hey, aber eins muss man dir lassen, alter Junge. Du hast Geschmack. Ach, ich wette, ich hätte die flachgelegt, wenn du dich dazwischen gequatscht hättest. Kannst du das nicht mal lassen? Und ich darf dann wieder die Alimente bezahlen, wie beim letzten Mal, ne? So, ich bin fertig. Und gebt bitte nicht direkt Vollgas. Das gilt jedenfalls für die ersten 100 Meilen. Die Maschine ist nagelneu und muss erst eingefahren werden. Ich würde sagen, ihr heizt die Kiste nicht über 4000 Touren. Und tut mir den Gefallen und bleibt auf der Straße. Fliegen könnt ihr dann im Rennen, klar? Wir sind nicht zu schlagen, Nick. Pass auf dich auf, Paketo. Pass auf dich auf. Mit Vronsky ist nicht zu spaßen. Der Wagen ist eine Bombe. Der ist einfach nicht zu schlagen. Da können die machen, was sie wollen. Weißt du, die haben geglaubt, ich mache mir die Hose mit der Kneifzange zu, aber da haben sie sich geschnitten. Als ich aus dem Krankenhaus kam, da war ich kaputt, ein Krüppel, innerlich und äußerlich. Aber jetzt ist es anders. Ich bin wieder da. Sie wollten meine Garage abbrennen. Bedrohten mich. Wollten mich umlegen. Ich habe keine Angst mehr vor denen. Eines Tages breche ich Vronsky alle Knochen. Ich habe diesen Turbolader trotz allem gebaut. Einen Turbolader wie den gab's noch nie. Wir schlagen sie, alter Junge. Mach dir keine Sorgen. Mach ich nicht. Danke für alles. Okay, Driver. Und pass in den Kurven auf. Dass du nicht auf der Hühnerscheiße ausrutschst, hörst du? Ja, mach ich. Das will ich hoffen. Scheiß kalt heute. Nein. Ja. Sie hatten recht, Boss. Die beiden haben sich bei Paquito einen neuen Wagen besorgt. Al, worauf wartest du noch? Inszeniere einen Unfall. Wird gemacht, Boss. Soll ich rausgehen und schieben? Irgendetwas stimmt nicht. Du hast den Fuß auf der Bremse. Turbo ist überhitzt. Ich sehe nach. Vielleicht ihr Biorhythmus. Los, komm! We'll be right back.
Paul, fahr slower! Ja, ja. Aber Paul! Paul, langsam mal mit! Ich will dir helfen, du Knalltüte! Das will ich auch! Aber so fährst du die Maschine kaputt! Übernimm das Steuer! Pass auf, mein Klingelbeutel! Ja. Versuch links an mir vorbeizukommen! Okay, ist auf gleicher Höhe, ich mach einen Umsteiger. Die ist da. Noch dichter. Grüß mir die Heimat. Was ist denn mit dir los? Die Bremsleitungen waren durchgeschnitten. Ich habe sie geflickt, sodass du weiterfahren kannst. Und entschuldige nochmals, dass Paul seine Knochen riskiert hat. Blöde Kuh. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich glaube, du hast mir das Leben gerettet. Oh, aber ich bitte dich, das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Das glaube ich nicht. Du warst bärenstark. Findest du? Aber jetzt müssen wir uns trennen. Ich fahre nach Acapulco, um dort meine Antiquitäten zu verscheuern. Und was wird aus uns beiden? Vielleicht werden wir uns beide wiedersehen. Können wir nicht mitfahren? Ohne mich? Wenn sie mitfährt, kannst du dir einen anderen Partner suchen. Mein Freund hat es nicht so gemeint. Aber ich bin ja nicht böse deswegen. Wir sind schon so lange zusammen. Glaubst du an das jüngste Gericht? Was? Ob du an das jüngste Gericht glaubst? Ja! Das ist auch besser für dich, weil du gleich vor deinem Richter stehen wirst. Aber nur ein Weiß! Na, komm, 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 komm! Alles läuft genau nach Plan. Aber was machen die da unten? Und setz die Rechte, ja! Hey, Paul, guck mal da hinten! Es hat nicht geklappt. Sie haben uns gesehen. Die haben uns verpasst. Ja, aber sie werden es merken. Ja. Verfolgen die Kleine.
Scheiße, was die von dir wollen. Was hast du vor? Ihr helfen, Mann, oder hast du gedacht, ich will dir einen Ölwechsel machen? Seit wann weißt du, wo der Ölfilter sitzt? Arsch! Lass mich wenigstens die Tür zu machen. Paul, denk an das schöne neue Auto! Die Kiste ist noch nicht eingefahren! Paul! Mensch, Paul, pass auf! Okay? Ich denke schon. Dann los, raus aus der Schleuder! Nein, nein! Ich kann jeden Moment ich muss in die meine Luft Tasche fliegen. Haben! Komm schon! Los! Haut ab! Beeilt euch! Los, steh auf! Nein! Schnell! Und jetzt unerkannt durchs Alpenland! Ich stehe immer nur Bahnhof. Was wollten die von mir? Ach, ich glaube, jetzt klingelt's langsam bei mir. Vielleicht waren die hinter euch her. Wir sind Rennfahrer. Das habe ich gemerkt. Immer High. Nein, nein, ganz ernsthaft, wir fahren Highway-Rennen. Wollt ihr etwa sagen, damit verdient ihr euren Schotter? Manchmal gibt's sogar einen silbernen Löffel. Wow, das ist ja crazy. Ja, früher war Nick Teller trockener, aber der Laden hat pleite gemacht, weil er so viele fallen gelassen hat. Apropos Scherben, was ist eigentlich mit deinen Antiquitäten? Die sind zum Glück ganz geblieben. Ich muss sie nämlich verkaufen. Das ist alles, was ich noch besitze. Dafür kriegt man doch sicher viel Kohle, oder? Ich meine, du könntest ein kleines Zusatzmittel, ich meine, ein bisschen Geld zum Sprit dazu tun. Ne? I'm sorry, aber das geht leider nicht. Hey! Ich brauch die Kohle selber. Das war doch nur Blödsinn. Ich hab das nicht so gemeint, ehrlich. Hey, du turnst sie ab. Das war doch nur Blödsinn. Hör auf damit! Es war nicht sein Fehler. Ich bin nur so furchtbar down. Ich habe verdammt viel Scheiße am Hals. Hat es vielleicht irgendwas zu tun mit den beiden Typen, die hinter dir her waren? Nein, nein, ich habe wirklich keine Ahnung, was diese beiden von mir wollten. Wisst ihr, ich brauche die Moneten ganz dringend für mich. Ich möchte nämlich meinen Busen etwas vergrößern lassen. Er ist mir einfach ein bisschen zu klein. Du spinnst doch. Deine beiden Kleinen sind doch super griffig. Der Fachmann spricht. Paul wollte nämlich mal Arzt werden, ist dann aber bei der ersten Blutabnahme in Ohnmacht gefallen. War's nicht so, Paul? Ich kenne deinen Acapulco-Sammler. Vielleicht kauft er mir die Sachen ab. Sonst hau ich meinen Bruder John an. Vielleicht leiht der mir die Kohle. Hey, guck nach vorne, du Pflaume. Sonst schickt er dir höchstens einen Kranz zur Beerdigung. I remember what I said. And the sadness on your face. Once again I hear my words that you took with touching grace. I am Kimberly bound, there's a fortune to be found. It might take me a year, maybe two, but I promise you that when I come back you will have
Dass wir einfach so aussteigen sollten? Vielleicht gibt es hier Fußangeln oder Selbstschüsse oder sowas ähnliches. Nein, nur Fallgruben mit Klapperschlangen, glaube ich. Ob der das hier wohl von der Sozialhilfe gekauft hat? Die Gegend hier erinnert mich ein bisschen an den Film Tanz der Vampire. Also, Sag mal, bist du sicher, dass Kirby nicht vielleicht mit Dracula verwandt ist? Ich bin Mrs. Johnson. Mr. Kirby erwartet mich. Ist er zu Hause? Sind diese Gentlemen in Ihrer Begleitung? Ja. Wir sind die drei von der Tankstelle. Kennen wir uns nicht? Ich glaube kaum, dass wir in den gleichen Gesellschaftskreisen verkehren. Oh, da bin ich ganz sicher. Aber habe ich Sie nicht irgendwo schon mal gesehen? Machen Sie nicht die Reklame für Einbalsamierung? Hey! Nee, nicht schlecht hier. Als Zweitwohnsitz meine ich. Aber der Pool könnte ein bisschen größer sein. Und wo ist der Sprungturm? Verstehe nicht, was Sie meinen, Sir. Was sagst du dazu? Der hat mich Sir genannt. Ich darf Sie aufklären, dass es sich dabei nicht um ein Schimpfwort handelt, Sir. Hör mal, Pinguin. Ich heiße Nick und du Pinguin. Und das Sir, das möchte ich überhört haben, hm? Proletarier bleibt eben Proletarier. Please. Please, leck mich am Arsch. Der Turmo! Jemand will das Auto stehlen! Die haben unsere Karre geklaut! Welches Schwein hat unseren Turmo geklaut? Das Schwein ist Mr. Kirby und es handelt sich dabei um Ihren Gastgeber und meinen Chef. Pfirsich unter der Mütze. Gentlemen, dieser Wagen ist einfach unglaublich. Es ist zweifellos ein Abgasturbolader, den Sie da eingebaut haben. Was soll das Gefährte kosten? Guten Tag, Mr. Kirby. Hallo dir. Er ist absolut unverkäuflich. Sind Sie denn Professional Car Drivers? Ja, mein Name ist Paul. Und der Komiker hier heißt Nick. Paul und Nick. Und ich bin Janice. Hi, Janice. Die Gewinner der amerikanischen Highway-Meisterschaft, Paul Little und Nick. Ja. Ich muss diesen Wagen für meine Sammlung haben, schon aufgrund der Tatsache, dass Sie ihn gefahren sind. Ich habe nämlich eine schlimme Krankheit, einen Sammelsplen. Das ist fast so ähnlich wie Fußpilz. Ja, das ist Ihr Problem, aber der Wagen ist unverkäuflich. Ich glaube, es gibt da einige Missverständnisse. Zwischen Ihnen und mir? Nein. Wissen Sie, ich glaube, Janice hat Ihnen ein Geschäft anzubieten. Wir sind eigentlich nur als Begleiter hier. Oh, Sie sind Miss Johnson. Mhm. Meine grauen Zellen lassen nach... Kommen Sie ins Haus. Hauptsache, Sie sind finanziell noch gesund. Der spinnt doch. Passen Sie auf, Ihr Handtuch. Darf ich Ihnen einen 48er Champagner kredenzen? Er wird Ihnen sicher munden. Gershwin! Kommen Sie, meine Freunde, treten Sie näher. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Haben wir denn keinen 48er Champagner mehr, Gershwin? Nein, Sir, nur noch 51er. Ach, gut. Aber so nehmen Sie doch bitte Platz. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Vielen Dank. Und nun zu Ihnen. Dürfte ich liebenswürdigerweise einen Blick auf die Figur werfen, von der Sie sprachen? Sicher. Es ist eine Rarität. Ich habe in allen einschlägigen Katalogen nachgesehen. Es gibt keine vergleichbare Skulptur von McTiern. Wem? McTiern. Wirklich interessant. Sehr interessant. Faszinierend. Zum Vollsein. McTiern war eine hundeähnliche Gottesstatue in der vorklassizistischen Periode Mittelamerikas. Normalerweise wurde sie kniend dargestellt. Meine Gratulation. Eine Statue aus dieser Zeit ist unbezahlbar. Aber leider ist diese völlig wertlos. Wertlos? Hey, Moment mal.
Wie meinen Sie das? Es ist eine Fälschung. Extrem gut gemacht, aber es ist eine Fälschung. Jetzt mach aber mal halblang. Zuerst fährst du unseren Wagen ohne Erlaubnis, dann saufen wir diese Vertreterbrause und jetzt sagst du, das wäre eine Fälschung. Du bewegst dich am Rand einer Ohrfeige, verstehst du? Ich bin ein Gegner von Gewaltanwendung. Dann behaupten Sie nicht, Janice würde mit Fälschungen handeln. Oh, das habe ich nie getan. Ich nehme an, sie ist von irgendeiner üblen Type hereingelegt worden. Aber wie können Sie so sicher sein, dass es eine Fälschung ist? Weil ich Experte bin. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Wenn Sie die Güte hätten, mir zu folgen und die Getränke nicht vergessen. Die schwule Brause? Sehen Sie, das da ist zum Beispiel eine von meinen kleineren Sammlungen. Hier geht's lang. Alles made in Hongkong. Oh, das ist ja fantastisch. Es war früher einmal eine kleine verträumte Kirche. Und das ist ein Puzzle für Milliardäre. Ach, da müsste auch mal wieder der kleine weiße Wirbelwind dran. Oh, ja. Hey, was ist das denn? Sie haben ja auch so ein Ding. Nur bei dieser handelt es sich um die echte. Das ist unzweifelhaft erwiesen. Alle diese Stücke sind Originale. Die größten Kunstexperten der Welt haben die Stücke meiner Sammlung begutachtet und die Chance, dass eines dieser Stücke ein zweites Mal existiert, steht 1 zu 5 Millionen. Das will ich Ihnen gerne glauben, Mr. Kirby, aber zumindest besteht diese Chance. Ich würde gerne meine Figur auf ihre Echtheit überprüfen lassen. Aber das ist doch Ihr gutes Recht, mein Kind. Ich werde Ihnen ein Empfehlungsschreiben an Professor Kuschinski mitgeben. Er ist eine Kapazität. Er hat auch meine Figur überprüft. Das ist sehr freundlich. Aber ich bitte Sie, das ist doch ganz selbstverständlich. Jetzt sollten wir uns einem anderen Teil meiner Sammlung zuwenden. Ich hoffe, es interessiert Sie. Kommen Sie. Es ist zwar nur ein bescheidener Anfang, aber jeder hat mal klein begonnen. Es war immer ein Traum von mir, gegen einen Profi zu fahren. Hätten Sie die Freundlichkeit, mir diesen Traum zu erfüllen? Nein, nein, das geht nicht. Es sei denn auf Rollschuhen. Würden vielleicht $50,000 Sie umstimmen? Kirby, Sie haben eine ungeheure Überzeugungskraft. Einmal rund um ein Anwesen. Paul, hast du einen Sprung in der Schüssel? Willst du mit unserem schönen neuen Turbo gegen diesen Traktor fahren? Er hat doch gar keine Chance. Es soll eine Geschichte geben, wo das der Hase zum Igel sagt. Das Märchen habe ich auch gelesen. Dann würde ich mir das merken. Papa Paul! Sag mal, du tickst wohl nicht sauber. Ich weiß selber, was ich zu tun und zu lassen habe. Hey! Irgendwann musst du ja auch wieder aussteigen. Der Bessere von beiden möge gewinnen. Viel Glück und wenig Bäume. Lass das den Gärtner bloß nicht sehen.
schnell. Ist alles Paletti? Das war fantastisch. Ich habe noch nie so viel Spaß im Leben gehabt. Sind Sie ganz sicher, dass Sie den Wagen nicht doch verkaufen wollen? Tut mir leid, ist aber wirklich nicht drin. Wir haben die Mühle von einem Freund bekommen und sind auf dem Weg zum Highway Crash. Da kann man nichts machen. Aber ich wünsche Ihnen viel Glück. Das brauchen wir. Darf ich Sie jetzt wieder ins Haus bitten? Ich hoffe, der Brandy schmeckt Ihnen. Es ist ein ganz edles Tröpfchen für ganz besondere Gelegenheiten. Oh, ich werde mich opfern. Paul, du hast genug. Du musst heute noch steuern. Oh nein, ich bitte Sie, das wäre wirklich nicht nett von Ihnen. Nach einem solchen Rennen kann man doch nicht einfach nach Hause fahren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bleiben über Nacht meine Gäste und morgen nach dem Frühstück fahren Sie los. Bis dahin habe ich auch Ihre 50.000 Dollar besorgt. In Cash. Tja, warum nicht? Die Getränke sind gut, der Preis ist okay. Wenn nur der Pinguin nicht mehr. Ich freue mich. Sind die Zimmer gerichtet, Gershwin? Ich fürchte, ja, Sir. Meine Liebe, kommen Sie mit mir. Sollte ich? Ich muss Ihnen doch noch das Empfehlungsschreiben mitgeben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Gute Nacht, Paul. Gute Nacht. Aber nicht so oft, Gute okay? Nacht, Nick. Falls Sie ruhen möchten, der Weg zu Ihren Räumlichkeiten führt dort hinauf. Please. Sie selber, please. Ist okay, wir werden es schon finden. Ich habe so ein Feeling, dass irgendwas nicht stimmt. Weißt du, was nicht stimmt? Du wirst heute Nacht mal alleine schlafen müssen. Ist das meine Kemenate? Si, Signor. Danke. Heute nicht. Ich schlafe alleine. Bitte daneben nicht. Dürfte ich jetzt meine Statue bitte zurückhaben, Mr. Kirby? Das wird leider nicht möglich sein, Mrs. Johnson. Es gibt da nämlich einige Komplikationen mit dieser schlechten Kopie. Was soll das heißen? Ich meine, ich verstehe das nicht, Mr. Kirby. Warum wollen Sie mir meine Statue nicht zurückgeben? Sie besitzen doch das Original. Oder soll das etwa heißen, dass meine Figur echt ist? Warum fahren wir nicht ins Museum und lassen Sie dort überprüfen? Ha? Das will ich Ihnen sagen, meine Liebe, weil ich nicht ins Museum möchte. Dort könnte sich vielleicht herausstellen, dass dieses kleine hässliche Ding tatsächlich echt ist. Und das wäre sehr schlimm. Ich werde Ihnen auch verraten, warum. Meine Sammlung besteht nämlich nur aus absolut einmaligen Stücken. Alle diese wunderbaren Stücke, die Sie hier sehen, existieren nur einmal. Jedes Stück in dieser meiner Sammlung existiert nur einmal auf der ganzen Welt. Und da ich die Ihre schon besitze, ist sie überflüssig. Oh nein. Oh, bitte nein! Nein, nicht! Tut mir leid! Nein! Ich habe keine andere Wahl! Paul, hilf mir! Guten Flug! Paul, hilf mir doch! Oh, und das? Und das ist für dich! Hörst du wohl? Loslassen! Krippe! Hallo? Was ist hier los? Es ist Vollmond. Vollmond? Ja. Darf ich nachsehen? Bitte sehr. Danke, Sir. Augenblick noch. Und jetzt? An die frische Luft. Den für mich und den für Obi. Oh, Sir! Da! Blamabel. Janice, komm, wir hauen hier ab! Na, mach schon, Janice! Wo willst du denn damit hin? Stopp! Aufhören! Sofort aufhören, Mrs. Johnson! Ich bitte Sie! Ist denn da nichts falsch? Geben Sie mir die Statue! Oh, lassen Sie los! Ich bin ein Gegner von Gewalt, aber... So, gebt euch einen Zungenkuss. Hier! Karl! Nick, gib Stoff! Mein Gewürzgürkchen. Oh.
Oh, nicht diese Statue auch noch! Rette sie! Sie, Senor! Das glaube ich nicht. Oh, sie ist das kostbarste Stück meiner Sammlung. Es gibt ja Klebstoff. Furchtbar. Oh, diese Barbaren. Sie haben mein Lebenswerk zerstört. Gershwin, Gershwin. Nick! Nick, beeil dich, wir müssen weg! Komm! Frauen und Kinder zuerst! So nicht, Gershwin. Das wäre doch unsportlich. Schießen kann doch heutzutage jeder. Sie machen ja fast einen glücklichen Eindruck, Sir. Oh, das bin ich. Ich bin sogar überglücklich, Gershwin. Endlich brachte mal jemand Leben in dieses Mausoleum. Es stimmt mich nur traurig, dass die Herrschaften schon so früh abreisen mussten. Du hast doch gewusst, dass er was davon versteht. Ich verstehe auch was davon. Hey, was soll das eigentlich heißen? Ist das etwa ein Kreuzfeuer? Nein. Ich weiß eben immer nur gerne, warum ich die Birne hinhalte. Jetzt hör aber auf damit, Nick. Was? Ich krieg was auf die Fresse. Ich sagte, hör damit auf. Ja, ja, ja. Mit mir könnt ihr ja sowas machen. Komm, fahr du mal. Okay, fertig. Ach, Vorsicht. Eier aufpassen. Du willst mich wohl aus dem Geschäft bringen. Nur zum Fahren bin ich euch gut genug. Na, bist du noch sauer wegen der Knete? Mama, das Donna. Brauchst du nicht. Ich werd's für dich auftreiben. Glaub's mir. Ach, es ist nicht nur das Geld, sondern der Trouble, den ich euch mache. Oh, du als Troublemaker. Oh. Hör mal. Also, Trouble haben wir sowieso. Ich meine, wir riskieren täglich unsere Rübe für schutzlose Mütter, weißt du? Oder wir vertreten, ich meine, ab und an Batman und Robin Hood oder Baloo den Bären und Tisch als Tarzan und Cheetah. Aber ich bin Tarzan. Hm? Die nehme ich gar nicht ernst. Wie immer. Hey, wie sieht's aus, alter Junge? Können wir losdonnern? Was sind für mich schon 20 Stunden? Komm, ich kauf dir ein Bier. 3 Diätbier, bitte. Und wir trinken auf den besten Langstreckenfahrer aller Zeiten. Bin höchstens der Blödeste. Ach nein, Sie sind euch wieder durch die Lappen gegangen. Ich gebe euch noch eine Chance, eine einzige. Mir sitzen Sie nämlich auch im Nacken. Ist das klar? Oink! Absolut. Al weiß das. Er wird das schon machen, Mr. Vronsky. Sie sind bei irgendeinem Clown in Acapulco. Ich meine, wir haben die Sache im Griff. Ja, das hoffe ich für euch. Falls nicht, nimmt man mir die Westküste ab. Was das heißt, brauche ich dir hoffentlich nicht zu erklären. Oink. Dann sitzt ihr auch mit dem nackten Arsch auf der Kochplatte. Dass wir uns da richtig verstehen. Ja, Mr. Vronsky. Aber Sie haben den dickeren. Ich würde jetzt am liebsten pofen. Allein? Oh. Oh. Ich glaube, 10 Meilen von hier gibt's ein Hotel. Paul! Geisterfahrer! Du meinst ernst? Vielleicht auch mal eine von deinen Figuren verkauft? Hier muss irgendwo ein Nest sein. Was ist denn los? Hast du einen Krampf in der Socke? Die Räder drehen durch. Mein Gott, nee. Oh. 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 Oh nein! Warte jetzt! Gib Gas! Also, da passt keine Bildzeitung dazwischen. Oh. Hey,
Was soll denn das sein? Eine Gebrauchtwagenshow? Sieht fast so aus. Ich nehme den da drüben. Ach, hätte ich doch einen Luftballon. Oh, verdammte Scheiße! Hast du nicht einen aufblasbaren Hüfthalter um? Aber immer! Aber ich bitte Sie, Gershwin, ich finde diese Verfolgungsjagd wahnsinnig aufregend. Ich war seit Jahren nicht so angeregt. Das stimmt, Sir. Hoffentlich entkommen Sie nicht wieder zu früh. Ah! Hier landen immer die Billigflüge. Wie kommen wir hier raus? Auf Rollschuhen! Was wollen die bloß von uns? Meine Mutter pflegte immer zu sagen, mit dem Leben anderer Leute spielt man nicht. Oh, Maul halten und fliegen! Sehr wohl, Sir. Paul! Paul! Da kannst du ein Ei drüber schlagen. Ich hab's! Feuer, brauchen wir Feuer! Hier. Warte mal. Du komm schon, gib her! Fahr los! Los, tritt drauf! Ich halte mich schon fest, ist okay! Ihr könnt unseren Arsch lecken! Fuck off! Das sind für mich die Gewinner des Imperial Crash. Und wir werden dabei sein, wenn sie den Pokal gewinnen. Müssen wir das, Sir? Wir müssen. Diesen Spaß werden wir uns doch nicht entgehen lassen, Gershwin. Ja. Oh, oh. Heim, Gershwin, und sparen Sie nicht mit dem Treibstoff. Ach, über den Wolken muss das Leben wohl grenzenlos sein. Bonbons und Schokolädchen ist nur für kleine Mädchen. Wir machen das nicht mit. Wir essen nur Pommes. Ich kann das Rennen kaum noch erwarten. Ich bin auch schon ganz fancy. Ich meine nicht das Rennen, sondern die 200.000 Dollar, die man gewinnen kann, wenn man überlebt. Oh, oh. Oh, entschuldige. Das liegt nicht an der Straße, aber Paul lässt eben kein Loch aus. Ja, ja. Wir müssen noch ein Stück auf dem Highway fahren, um den Turbolader richtig einstellen zu können. Hoffentlich lässt Bronski das zu. Kannst du nicht endlich mal damit aufhören, immer nur schwarz zu sehen? Das mache ich dann im nächsten Film mit deinem Bruder. Wow. Da stimmt was nicht. Die Bullen in diesem Staat fahren gelbe Autos. Na, dann können die uns mal am Abend besuchen. Ab durch die Mitte. Oh. Bist du da auch ganz sicher? Ich sehe uns schon im Knast. Das ist mir immer noch lieber, als dass Wronskis Leute uns schnappen und uns den Arsch aufreißen. Sag ihm, dass wir keine Anhalter mitnehmen dürfen. Oh. Was denkst du, was ich gerade mache? Runter. Ich glaube, die wollen uns umlegen. Ach was, ich dachte, wir hätten Silvester. Taucht ab! Ja,
kommt. Hey, Nico, du altes Stinktier! Das darf doch nicht wahr sein! Yeah! Hey, Paul, wie geht's dir? Mensch, auf die mal wiedersehen, Jungs! Habt ihr in L.A. wieder ein paar Nutten geprellt? Oh, entschuldigen Sie, Lady, ich hab Sie nicht gesehen. Ist schon okay, Leo. Das ist Janice, Leo. Freut mich. Mich freut es. Ja? Hey, Alter! Vorsicht! Hey, erzähl mal, Mann! Seit wann seid ihr im Schrotthandel tätig? Hey, verbrenn dir nicht die Schnauze, Mann. Du sprichst von dem Auto, das den Highway-Crash gewinnen wird. Die Schleuder? Du hast wohl eine Macke, Mann. Ich hab noch einen Koko rumstehen, der hat eine größere Chance als der hier. Halt hier keine Vorträge. Wir brauchen nur ein paar Ersatzteile und für die Damen ein Bett. Ein Bett für die Lady? Sie kann meins haben. Vielen Dank. Ich hab die heißeste Matratze in der ganzen Gegend hier. Lass mich mal durchnehmen. Ich sagte für Sie, nicht für dich. Oh, klar? Mann. Komm, ja, wir ja, gehen. Ja, ja, ja. Und auch nicht für dich, Paul. Wir müssen den Motor überholen, das weißt du doch. Gute Nacht. Ich weiß nicht, was die ganze Hektik soll. Wir haben sowieso keine Chance mehr. Das ist falsch. Fronski denkt, er hätte uns ausgeschaltet. Aber er hat uns nicht ausgeschaltet. Wir werden das Rennen gewinnen. Du hast sie nicht mehr alle im Koffer, Nick. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Aber wir können es verdammt noch mal versuchen. Also beweg dich. Gib mir einen Schlüssel. Löse die Querbolzen. Paul. Du und ich, wir werden es schaffen. Brother, ihr bekommt mein bestes Werkzeug, okay? Dank dir, Leo. Leo, hier. Hä? Oh. Au, oh, nochmal. Ich bin doch nicht bekloppt. Es ist unmöglich. Du hast sie doch wohl nicht alle. Hey, Mann, wir haben noch 24 Stunden Zeit. Überlass das mir. Schmeiß das Fahrgestell. Es ist zwecklos. Ja, weil du immer nur rumstehst. Haben wir denn wirklich eine Chance? Die habt ihr. Die Kiste wird erste Sahne. Entschuldige mich, ich muss arbeiten. Wir haben schon ganz schön viel geschafft, Paul. Sie haben alles versucht, um uns klein zu kriegen. Ohne Erfolg. Und jetzt sind wir dran. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Sag mal, bist du denn blind? Nein, aber du hast nur eins im Kopf, diese blöde Gans zu bumsen. Los, komm. Er kann nichts dafür. Langsam, okay? Okay. Runter. Halt an, Moment. Jetzt? Aha. Okay. Maschinen sind wie Frauen zu behandeln. Wir brauchen noch ein neues Ventil. Paul, bist du's? Habt ihr euch in die Haare gekriegt? Weißt du, ich kenne euch beide zwar erst seit ein paar Tagen, aber ich möchte dir trotzdem was sagen. Nicht viele Menschen haben einen Freund wie du. Er ist wie ein Bruder zu dir. Oh, Paul. Warum gehst du nicht hin und hilfst ihm? Er braucht dich. Darf ich dir auch was sagen? Hm? Du hast recht. Und weißt du was noch? Du bist absolute Spitze. Hm. Ich wollte damit sagen, ich liebe dich. Thank you.
Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber ich sehe nirgendwo Tribüne für die Zuschauer. Das können Sie auch nicht. Es gibt nämlich keine Zuschauer, Sie Trottel. Es handelt sich nicht um ein normales Rennen. Es findet inoffiziell statt. Ein illegales Rennen? Noch viel aufregender. Es genügt nicht, als Erster durchs Ziel zu kommen. Du musst vorher alle Kontrahenten ausgeschaltet haben. Nur die Besitzer, die Mechaniker und die Wetter sind zugelassen. Ich nehme an, Sie haben Ihr Geld auf unsere drei Freunde gesetzt, Sir. Das habe ich. Und wissen Sie warum? Weil Sie es schaffen werden. Die sind mit allen Wassern gewaschen und deshalb werden Sie dieses Rennen gewinnen, mein Lieber. Falls Sie überhaupt kommen, Sir. Stoß zurück! Na komm schon! Noch ein Stück! Ja, hey, was? Ja, da drüben! Ich wusste es doch! Unser Pinkel aus Acapulco, was will der hier? Uns bestimmt Ärger machen. Hoffentlich wartet er damit bis nach dem Rennen. Oh, oh, Paul! Verschwinde! Oink. Und da ist der Oink-Pinkel. War doch klar. Ja, aber... Hallöchen, Pupillchen. Ihr seid also doch noch gekommen. Ich habe im Stillen gehofft, ihr werdet vernünftiger, aber ihr seid doch wohl zu blöd. Ich denke, unsere Papiere sind in Ordnung. Wo ist denn eure Quittung? Was für ein Scheinchen? Über die Hinterlegung des Startgeldes. Was für ein Startgeld meinen Sie? $20,000. Der Veranstalter Mr. Wronski hat das angeordnet. Tja, ja, so ein Pech. Sieht aus, als wenn ihr aus dem Rennen wärt. Es tut mir furchtbar leid für euch, aber wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns einsteigen. Ich suche noch ein paar dichte Jungs zum Reifen wechseln. Zum Reifen wechseln, ja. Ich breche dir alle Knochen, du mieser Schwein, du. Wir sehen uns später, Spinner. Jetzt muss ich erstmal das Rennen gewinnen. Oink. Scheiße. Tut mir leid. Entweder ihr bringt das Geld 5 Minuten, bevor das Rennen startet, dann seid ihr drin. Andernfalls... Ja, ich kann ja mal in meinem Nikolausstrumpf nachsehen. Es sieht so aus, als hätte dieser vollgepressene Drecksack es tatsächlich geschafft, uns rauszudrücken. Irgendwas wird uns schon einfallen. Wir können jetzt nicht einfach aufgeben. Kannst du mir vielleicht sagen, wie wir in 5 Minuten $20,000 auftreiben sollen, wenn hier nicht mal eine Bank in der Nähe ist und wir eine Kanone haben? Jungs, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wir haben noch eine Menge Zeit. Nick! Paul! Hier! Ich hab es! Ihr könnt am Rennen teilnehmen! Es sind genau $20,000! Das gibt's nicht. Wo hast du die her? Ist doch egal. Los! Wir müssen uns beeilen! Hey, Mann! Wir haben's! Wo du her hast! Ich hab sie eben aufgetrieben. Hier! Und pass gut darauf auf, ja? Hey, Wronski, du Schmierbauch! Wir sind drin! Ja! Ich hab das Geld von Kirby. Wofür gibt er dir so viel Geld? Lass mich los, Paul. Ich hab ihm seine Figur zurückverkauft. Dafür. Was soll das heißen, zurückverkauft? Schrei mich bitte nicht so an. Ich hab sie geklemmt, bevor wir abgehauen sind. Warum hast du mir nie was davon erzählt? Hast du denn überhaupt keine Traute zu uns? Doch, aber das kannst du nicht verstehen. Ich wollte Kirby eins auswischen. Schließlich hat er mir meine Figur abgenommen. Paul! Come on! Los, verschwindet jetzt endlich! Setzt euch da hinten auf die Reifen! Hör zu, Junge! Los, wir haben den Ladedruck erhöht, aber tritt nicht direkt voll drauf und benutzt den Overdrive so oft, wie es geht. Hörst du? Es geht gleich los. Alles fertig machen zum Start. Drück mir die Daumen, Schatz, ja? Also nochmal, die einzige Kiste, die uns gefährlich werden kann, ist das gelbe Wrack von El Cast. Also pass auf den auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen. Hey, Nick! Unser Freund schiebt ab! Oh, Old Oinky kocht! Los, Paul, dreh auf! Und sie möchten einen Pinky ja!
Teufel ist bloß los mit euch? Lüftet euren Arsch! Holt die Moneten! Auch die Startgelder? Alles, der Vollidiot! Ratten verlassen das sinkende Schiff, Görschwin. Eine Idee zu spät. Oh, eins auf die Backe! Hey, wo wollen wir denn hin, Wronski? Hey, ich glaube, da ist noch eine kleine Rechnung zwischen uns offen, oder nicht? Hä? Seit wann machen wir beide Geschäfte, Spinner? Aber nicht doch. Nein, Wronski. Solltest du Fettsack so ein schlechtes Gedächtnis haben, dann werde ich dir auf die Sprünge helfen. Ich habe nämlich lange drauf gewartet. Nein. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir abkassieren. Ist doch korrekt, Wronski. Warte doch mal. Womit sollen wir denn anfangen? Bitte nicht. Mit der Nacht bitte. Vor der Tankstelle? Nein, wirklich. Oder mit der Sache im Zug? Ich hatte nicht der Witz. Womit? Nein, oder ich habe das nicht. Oder mit dem Lava unseres Autos anfangen, ja? Weißt du, wie es heißt? Paquito! Sag dir das was, Paquito! Den hast du zum Krüppel gemacht, aber heute bist du dran. Weißt du, was mein Partner gerade macht? Er fickt deine dreckigen Becken von der Pistole in Paquitos Turbo. Du hast ihm die Knochen lassen. Bitte. Aber ich brech dir den Hals, du Wanze. Hör doch auf. Mit dich ist heute Ende Banane, ist das klar? Du kriegst sogar einen Fensterplatz. Ja. Ja, mach die Klumpsche auf, Wronski. Der rote Wagen, das ist mein Partner. Schieb ihn von der Piste, Junge! Mach sie fertig! Denk immer dran, Paul, du bist der Champion! Das könnt ihr den Zaster haben. Ihr gehört euch, Onk. Das ist ein Trugschluss, mein korpulenter Freund. Ich habe mir erlaubt, Sie auszuboten, mein lieber Wronski. Sie sind aus dem Geschäft, mein Lieber. Ich finde, Sie sind hier überflüssig, höchst überflüssig. Mir waren Leute Ihres Charakters schon immer geradezu widerlich. Also verschwinden Sie, bevor ich Nick weitermachen lasse. Görschwin. Nein! Ja. Drück!
Jetzt sind nur noch Paul und Al Cast im Rennen. Reit ihn nieder. Komm los, lauf zum Sieger. Mach ich. But I promise you that when I come back you will have a necklace made of that. Komm an meine Mutterbrust. Der große Sieg im Highway Crash blieb nicht ohne Folgen für unsere Helden. Paul hatte seinem Bruder John Travolta gleich und ging nach Hollywood. Bei Außenaufnahmen zu seinem neuen Spielfilm verliebte er sich in die Starhündin Lassie. Die beiden heirateten und erwarten in Bälde Nachwuchs, den sie entweder Rintintin oder Laika nennen wollen. Nick blieb dem Renngeschäft erhalten. Er ging nach Europa und arbeitet jetzt nach einigen Misserfolgen als Schiffschaukelbremser auf dem Münchner Oktoberfest. Janice ging ebenfalls nach Europa und absolviert gerade einen Lehrgang in Oberammergau, um die Kunst des Herrgottschnitzens zu erlernen. Guck mal! Oh, guck mal, die drei Indianer! Habt ihr keine Stühle? Mr. Kirby wechselte endgültig ans andere Ufer und heiratete seinen Butler Gershwin. Wronski wurde Getränkekellner in einem drittklassigen Restaurant, rutschte auf einem Olivenkern aus und brach sich seinen fetten Hals. Oink! Die Gerechtigkeit siegt immer.